Mein Name ist Stefan Grabmeier. Ich bin Zukunftsarchitekt und begleite Unternehmen und Organisationen zum enkelfähigen Wirtschaften. Ich bin Partner des Zukunftsinstituts. Das ist einer der wichtigsten Thinktanks für gesellschaftliche Trends und systemische Beratung in Europa. Und darüber hinaus begleite und unterstütze ich schon seit vielen, vielen Jahren die Social Business Community rund um den Friedensnobelpreisträger Professor Mohamed Yunus, um das Thema Social Business stärker in Europa zu verankern. Also ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Professor Michael Wojwode einen Vortrag zu halten. Und wir gehen auf das Thema Sustainable Business Transformation ein. Und dabei geht es in meinem Teil um die Next Generation of Business, also die verantwortungsvollen Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr als eine reine Profitmaximierung als ihren Purpose haben. Also in meinem Beitrag nehmen Sie mit, welches Denken die Next Generation of Business braucht. Also wie wichtig holistisches und systemisches Denken ist und warum die klassischen Wirtschaftswissenschaften kein Modell für die Zukunft sind. Ich möchte ein Bild skizzieren, das eine neue Diversität unserer Wirtschaft zeigt, also das sozial, ökologisch und ökonomisch in eine Balance bringt. Am Zukunftsinstitut sprechen wir von der sogenannten Blue Economy. Innovation bedeutet für mich, Probleme zu lösen, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Also Innovation heißt, in endlosen Spielen zu denken und mehr, also in mehr Generationsfähigkeit zu denken. Also nicht nur die Endlichkeit zu sehen, sondern eher in adaptiven Zyklen, also in der Langfristigkeit zu denken. Und Innovation for Good hat für mich einen sehr, sehr starken Purpose. Es geht also weniger um den Selbstzweck, ein neues Lab zu bauen oder Technologien voranzutreiben, wenn nicht eine klare Problemlösung für die Welt dahinter steckt. Also Charles Darwin hat es mal sehr klar und sehr, sehr einfach formuliert. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Und ich glaube, das haben wir ja jetzt gerade die letzten Monate gemerkt und die 2020er Jahre oder das Jahrzehnt ist das Zeitalter sowohl der Resilienz als auch der Adaption. Und wir haben auf unserem Planeten noch rund 7 bis 9 Jahre Zeit, um die größten Herausforderungen der Menschheit, und das ist der Klimawandel, zu lösen. Und gelingt das nicht, dann haben wir leider ganz, ganz andere Sorgen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir, dass die Unternehmen, dass Politik und dass Gesellschaft alles darauf tut, die größten Probleme auch anzugehen, zu lösen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Das heißt, Veränderung ist von jedem Einzelnen wichtig, jetzt, hier und heute.